Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hi, Andy und herzlich willkommen zum 10. Fuck Cry 4 Let's Play. Scheiße, wieder ist irgendwas runtergefallen von mir. Es war die Fernbedienung. Ja, Freunde, das hier ist das allererste Video im Jahre 2015 auf dem Kanal hier. Und ey, Freunde, ich muss einfach nochmal sagen, das Jahr 2014 war so krass gewesen. Und wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr so weitergehen wird. Und ja, wir danken euch für eure zahlreiche Unterstützung bis hierhin. Das ist einfach echt nicht in Worte zu fassen. Wir wollten uns nochmal bei euch allen persönlich bedanken. Wir können einfach nicht oft genug Danke sagen. Wir wissen das zu schätzen, wie ihr unsere Videos schaut und wie ihr immer jeden Tag aktiv auf beiden Kanälen seid. Das ist einfach nur unfassbar. Ja, würde ich sagen, starten wir direkt mit der heutigen Mission. Wir sind jetzt bei Amita. Es haben ein paar und das letzte Let's Play geschrieben. Ey, nee, du weißt ja gar nicht, was du da machst mit Anita und Sabal. Du machst das nur, weil du denkst, du kannst sie nachher knallen und so. Nee, nee, ich habe das schon gemacht, weil... Ja, ein bisschen verstehe ich das schon, aber noch nicht alles. Ja, ich muss wirklich zugeben, das Spiel ist ein bisschen kompliziert. Also, wenn man da einmal ein bisschen nicht aufpasst, weil ich kann manchmal nicht zocken und dann gleichzeitig noch alles so verstehen. Manchmal habe ich da echt noch ein bisschen Probleme mit. Aber ich habe auf jeden Fall schon was verstanden. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare den aktuellen Stand der Lage reinschreiben. Also, falls ihr mich da nochmal ein bisschen hier auffrischen wollt mit Informationen, dann könnt ihr das gerne machen. Oder ich schließe mir das nochmal nach im Internet oder so. Aber ja, ich habe auf jeden Fall schon einiges verstanden, ja, aber leider noch nicht alles. Ich habe jetzt einfach mal Amita genommen, weil, keine Ahnung, da musste man so ein Haus abbrennen oder so. Nee, bei dem anderen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber jetzt geht's weiter. AJ, du weißt ja gar nicht, was diese Felder für Kyrats Zukunft. Genau, mit den Feldern war das. Vorräte, Waffen, Munition, Fahrzeuge, alles, was der goldene Pfad braucht, um Paganin zu bekämpfen. Ich war mir bei dir nicht sicher. Beim ersten Mal in Banapur sah ich nur Sabal und seinen Schoßhund. Aber du bist kein Schoßhund, oder? Jetzt weiß ich, wozu du fähig bist. Du hast so viel verändert. Wow, das sind einfach Bäume. Was habe ich daran verändert? Du hast Kyrat nicht vor dem Krieg gesehen. Ich war 6 Jahre alt, als meine Eltern mir sagten, wen ich heiraten soll. Das ist die Welt, die Sabal anstrebt. Er will uns zurück ins Mittelalter führen. Was für Mittelalter? Aber du und ich, wir sind ein gutes Team. Und jetzt brauche ich deine Hilfe beim Schutz der Statuen von Kyra. Paul versucht sie zu zerstören, als Teil seines Plans, das Volk gegen den goldenen Pfad aufzubringen. Okay. Ja, die erzählt so, ob... AJ, warte. Es bedeutet mir viel, dass du mich unterstützt. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es da auch später noch eine kleine Belohnung, also... Ja, Freunde, ey. Der schlafenden Heiligen. Die schlafenden Heiligen. Glaube ich, hat der gelesen. So, lokalisiere die schlafenden Heiligen. Ja, Freunde, werden wir jetzt erstmal schön hinfahren. Und ja, die erzählt das so, als ob wir alles richtig gemacht hätten, dass wir lieber zu Anita gegangen sind, anstatt zu Sabal. Weil Sabal hätte das Ganze da abbrennen lassen, die ganzen Felder und sowas. Und ja, aber natürlich kann jeder von sich selbst behaupten, dass er richtig liegt. Wisst ihr, was ich meine? Sabal hätte genauso sagen können danach, ja, dass du hast das richtig gemacht und so. Oh, fuck. Wie komme ich denn da jetzt hoch, Mann? Soll ich da jetzt Spider-Man machen oder was? Ja, super, Freunde. Wie soll man da jetzt hochkommen? Ja, Freunde, was ich sonst noch sagen wollte, ich habe euch ja versprochen, diese Woche kommt auf jeden Fall Frag den Rillepeter und eine Let's Skill-Folge auf viel FIFA. Also Frag den Rillepeter kommt auf jeden Fall am Sonntag. Morgen wird erstmal noch eine Folge Last of Us kommen. Und, ja, auf viel FIFA wird dann auch am Sonntag die Let's Skill-Folge kommen. Also ich habe euch ja versprochen, diese Woche, ich versuche das auf jeden Fall zu schaffen. Ich krieg das auch irgendwie hin, Mann. Ich pack das, Freunde. Und jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wie wir da hochkommen, Alter. Ich fahre gerade wie so ein Besoffener an Silvester, ey. Was ist denn hier los, ey? Meine Güte. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn wir irgendwo da oben angekommen sind. Aber ich glaube, da... Ah! Seht ihr das auch? Das ist nur dieses Spider-Man-Haken, Alter. Da können wir uns hochziehen, so wie Spider-Man. Jetzt komme ich mein Spinnennetz rausholen hier. Da. Habe ich doch gesagt. Komm, jetzt zeigen wir das mal, Alter. Ja, erreiche die schlafenden Heiligen. Zieh dich hoch, mein Freund. Er zieht sich hoch. So. Alter Schwede. So. Jetzt sind wir bestimmt gleich irgendwo Gegner, Alter, weil das Gebiet ist so gelb umkreist. Ja, es gibt sonst noch so Schönes zu sagen. Also Silvester war richtig geil gewesen, Freunde. Ich habe euch ja erzählt, ich bin auf einer Hausparty gewesen und auf Instagram... Oh. Auf Instagram habe ich voll viele Videos und alles hochgeladen. Und jetzt bin ich wieder ganz unten. Ey, Freunde, wir sehen es einfach ganz oben wieder. So, Freunde, wir sind jetzt oben angekommen. Rille Peter, oh. Okay. So. Yo! Abu Shar, Mutter! Mein Gott, Alter, da kommt eine Welle auf uns zu. Hilfe, erreiche die Zünder und deaktiviere ihn.
Ach du Scheiße, Mann! What the fuck? Werden die abgeballert? Moment, wir müssen den Zünder erreichen. Erreiche den Zünder. Ab zum Zünder, Mann. Alter, was ist das für Laserdinger, die auf uns zielen? Scheiße, Mann. Alter, Freunde, okay, wir sind ein bisschen zu schnell reingestürmt, aber jetzt sind wir tot auf Rille, Peter. Freunde, müsst ihr das nochmal neu machen. Wir haben 5 Minuten Zeit, da oben war eine Zeit angegeben. Wir packen das jetzt. So, Freunde, wir sind jetzt wieder hier. Wir müssen irgendwie nach da oben hinkommen und diesen Zünder deaktivieren. Und da oben sind irgendwie so scheiß 2 Sniper-Schützen, ey. Das wird echt schwierig, weil die haben so einen roten Laser. Und wenn der dich einmal trifft, bist du so gut wie tot. Hier links können wir ja nicht lang, da ist die Statue umgekippt. Vielleicht ist rechts irgendwo ein Weg. Ja, guck mal, rechts da hinten, da ist so eine Treppe. Seht ihr die? Vielleicht kann man da so von außen rum, von hinten und dann da hoch. Aber ich würde sagen, das ist besser, als wenn wir jetzt einfach Kopf durch die Wand hier durch die Mitte durchlaufen. Fuck, aber hier sind überall Gegner, Mann, ohne Spaß. Das wird echt verdammt schwer werden, ey. Oder ich habe eine andere Idee. Wir gehen einfach da runter mit dem Kletterhaken und dann machen wir Tarzan und dann sind wir drüben. Kacke, Mann. Ach du Scheiße, wo sind die denn alle? Oh, fuck. Dreh dich um. Die Scheiße ist, wir haben nicht mal einen Schalldämpfer so an unserer Waffe. Oh, fuck. Guck dir mal an, wie viele da sind, ey. Ich würde sagen, wir haben ja unseren C4 noch, ne? Können wir den da hinwerfen? Guck, wie viele da sind. Wen ballern die denn gerade? Mach dir Foto, mach dir Handy-Foto, Selfie! Jetzt! Boah! Ah, hab ich doch gesagt, das bringt was! Scharmutter! So! Und jetzt? Jetzt kommt meine Taktik, Alter! Oh fuck, aber jetzt ist der Timer angelegt, Kacke! Erst wenn die uns entdeckt haben, dann ist der Timer an. Wir chillen jetzt erstmal hier und warten, bis ein paar Gegner kommen. Kopfschuss! Alter, habt ihr das gesehen mit dem C4? Das war richtig krass, Mann, ohne Spaß. Aber die Stelle scheint mir hier richtig schwer zu sein. Oh ja, überall kommen die Gegner. Haltet die Stellung! Fuck, man, wir sind jetzt noch auf Zeit. Ich hasse so Sachen auf Zeit, Mann. Oh, von hinten, nie von hinten. Ey, was war das denn? Alter, ist klar, ist klar. Schnell weg hier. Heil dich, heil dich, heil dich. Heil dich, heil dich, heil dich. Ah! Oh mein Gott, wie schwer das hier einfach ist. What the fuck, Alter? Okay, keiner kommt mehr, keiner kommt mehr. Das heißt, wir müssen schnell. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit der Pumpgun hier durch, Mann. Ab mit der Pumpgun. Durch die. Ja, ist klar. Ah, beide mit einem Schuss getötet aus dem Auto. Fuck, ey, wir müssen jetzt durchziehen. Ohne Spaß, wir müssen durchziehen. Perfekt, alle Gegner sind hier tot. Hammer. So muss es sein, noch 4 Minuten. Oh fuck, die Laserdinger. Auf die müssen wir echt aufpassen, Mann. Wir schauen erstmal hier. Gibt's hier irgendwas? Zum Durchsuchen, ja. Zum Durchsuchen ist immer gut. Bibel. Ja, bringt mir jetzt eine Bibel, Alter. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Guck mal, da geht's hoch. Perfekt. Das scheint schon mal ein guter Weg zu sein hier. Und keiner weiß gerade, wo wir sind. Das ist schon mal sehr gut. Oh fuck, die sehen uns jetzt fast. Oh mein Gott, wir müssen da irgendwie hochkommen. Wir haben noch 3 Minuten 30. Wir haben das bisher echt gut gemacht, Freunde. Wir haben das richtig gut gemacht. Vielleicht geht's hier rechts weiter. Kacke, ich mal lieber doch nur die AK mitgenommen, weil, ey, Mann. Die Pumpgun ist nur so eine Waffe für nahe Distanzen. Scheiße, Alter. Da kommen sie schon. Komm her, komm her. Hier. Oh fuck, da hinten sind auch noch welche. Oh, 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 oh. Fuck, eben noch 2 Schüsse, Mann. Keine Gnade. Alter, der hat eine Granate in seiner Hand gehabt, der Pisser. Man hätte die jetzt fallen lassen, ich wäre mit drauf gegangen. Noch 3 Minuten, Mann. Wir müssen jetzt langsam vorrücken. Ach du Kacke, aber diese Sniper-Dinger sind doch da. So, warte, wir rennen jetzt einfach mal, okay? Wir rennen mal jetzt durch mit dem Kopf durch die Wand. Komm, das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt, Freunde. Das schaffen wir. Komm, komm, komm. Ach du Scheiße. Guck mal, diese Sniper, Leute. Genau die meine ich. Ach du Kacke, Mann. Wie sollen wir das machen, ey? Wenn wir jetzt einmal ein Visier haben, wir sind sofort tot. Aber wenn wir uns hier hinter verstecken, sehen die uns nicht. 2 Minuten. Wir haben es aber gleich geschafft, Mann. Wir sind gleich da oben. Noch 19 Meter. Hoch, 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 hoch. Ich sagte, tötet den Kerl. Oh shit, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hoffentlich sehen die mich nicht, Mann. Boah, das ist gerade so spannend hier, ohne Witz. Ja, ey, wenn wir jetzt verkacken, Mann, ich raste aus. Nein. Irgendwas habe ich Ungutes. Ich habe was übersehen, Mann. Ich sehe keinen Mann. Das ist hier so schwarz-weiß. Mach mal, das ist schwarz-weiß hier weg. Ja, schon viel besser so. So. Komm schon!
Da steht doch noch 3 Meter, Mann. Das ist hier oben. Da ist eine Leiter, okay. Geht mir Deckung! Schnell! Wo ist der? Fuck, wir sind da oben, Mann. Ich muss da jetzt hoch. Ah, gut, Überraschung! Ja! Geschafft. Und jetzt, wo ist die scheiß Zünder hier? Mach das! Schnell! Mach das! Okay, ich hab den Zünder geschafft, okay. Oh. Das schwer. Verstärkung kommt gleich. Perfekt, Alter. Verstärkung kommt. Ich hab gedacht, wir kacken gleich ab, Freunde. Habt ihr das gesehen, wie knapp das war, Mann? Alter, wir nehmen jetzt ein scheiß Snipergewehr. Genau, das wäre mir. Oh mein Gott, eine Dragunov von Call of Duty, Alter. Dragunov, oh mein Gott, jetzt wird weggesniped, Freunde. Quickscope! Boom! Hä? Hey! Boah! Oh, oh. Oh. Alter! Kommt doch her! Hey! Das ist aber echt schwer, Freunde, mit dieser scheiß Sniper. Ohne Witz, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Wo bleibt meine Verstärkung, Mann? Oder war das die Verstärkung vom Gegner? Ich glaube, vom Gegner. Oh shit, oh shit. Ey, ich treffe die doch mal. Wollen die mich verarschen? Fuck, die kommen jetzt hier alle höher und höher. Egal, sollen sie doch kommen. Oh fuck, die kommt immer höher. Ey, der springt auch noch wie Tarzan da hoch. Shit, Alter, die kommen jetzt alle. Wir müssen die Waffe wechseln, Freunde. Oh fuck, da sind die ja schon. Kriegt der No-Scope von mir. Komm, komm, komm. Durchhalten! Hier, komm! Oh fuck, da hinten, nein, nein, nein. Boah, was ist denn hier passiert, Mann? Hallo! Hallo, was ist das denn? Das ist ein Feuerwerk hier, ne? Kann das nicht sein. Bro. Alter. Meine Fresse. Wo bleibt meine Verstärkung? Oh mein Gott, da kommen so viele! Aber die Mission ist gerade richtig geil, ohne Witz, Mann. Far Cry wird immer besser und besser, die Missionen werden schwerer. Ich suche jeden Moment für euch. Komm, 100 Bars, die Reise zum Mars. Da, 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 da. Fuck, fuck, Sniper. Habt ihr das gesehen? Ich werde dich umbringen. Ach du Scheiße, Mann. Ach du Kacke, ey. Bringen wir es zu Ende. Ja, bringen wir es zu Ende, komm her. Fuck. Da hinten. Tötet sie. Oh, ist das knapp hier, ey. Oh fuck, tot, 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 ja, tot, 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 tot. Ey, Freunde, man, die Stelle ist gerade richtig schwer, ey. Alles klar, bis gleich. So, Freunde, schau mal, was ich hier Schönes gefunden habe. Eine Bazooka. Guck mal jetzt. Boom! Oh, Alter, habt ihr das gesehen? Hammer! Ach du Scheiße, ey. Ey, wo ist meine Sniper? Ich brauche meine Sniper wieder, hallo? Ich will mich doch verarschen, Mann, meine Sniper ist weg. Ja, geil. Da ist noch ein Auto, egal. Boom! Wir sind schon auf dem Weg. Oh, oh, der geflogen ist, guck mal der! Habt ihr den gesehen da hinten links? Ach du Scheiße, Mann! Wie der geflogen ist! Fuck, wo ist meine Schrotflinte? Da ist sie, perfekt. So, die nehmen wir jetzt mal. Zack. Komm, komm. Weil die kommen jetzt hier nämlich alle hoch, glaube ich. Boah, Alter, wie ist der denn geflogen? So, wann geht die Schrotflinte denn so weit, ey? Du den gerade gesehen, fliegt auf einmal so 30 Meter weg. Kranke Scheiße, Mann. Oder ist noch ein Auto? Schnell, Bazooka, Bazooka, Scharmutter. Komm her, komm her. Bam, Junge, guck jetzt. Kranke Scheiße, Mann. Wir müssen jetzt hier wieder die Waffe nehmen. Oh, da kommen sie auch schon. Kommt hoch, ich mach euch alle kalt. Oh, fuck, Alter, die Lücke schon hier, ey. Scheiße, Mann. Hier muss man sich voll konzentrieren, Freunde. Das ist richtig. Da ist noch, da ist noch ein Hubschrauber, Mann. Den müssen wir runterholen. Komm. Weiter, schießen. Bam. Perfekt, perfekt. Das war sehr gut, Mann. Das war sehr gut. Fuck, da ist ein Sniper. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, Mann. Ey, wieso stehen denn töten, ey? Ich kann jetzt nicht die Sniper nehmen. Fuck, wir müssen hier ein bisschen runtergehen, Mann. Ja, geil, wir sind tot. Wir sind tot. Ja, fick ich dieses Dreckspiel, Alter. Das kann nicht sein, Mann. Hey, wir leben noch. Das ist eine gute Stelle hier, Mann. Da kommt der Sniper nicht hin. Das ist ey, nein. Was macht der da? Ey, der sieht mich nicht. Ah! Ah! Wo ist der? Hä? Wo ist der hin? Ist der runtergeflogen?
Seid ihr Soldaten? Schon wieder oder im Kopf. Ziegenhirten? Ey. Ey, Verstärkung! Hallo! Das ist doch viel zu schwer. Perfekt, perfekt. Freunde, das ist hier richtig schwer. Wir müssen uns voll konzentrieren. Alter. Und was war das jetzt? Ja, was war das jetzt? Ach du Scheiße. Was war das denn jetzt, Mann? Warum ist da so eine Scheiße auf einmal gekommen? Ey, Freunde, ich schwöre es euch, das ist jetzt gerade hier mein 20. Versuch oder so, ne? Das ist einfach hier sowas von schwer. Ich musste jetzt einfach mal die Position wechseln. Ich war ja die ganze Zeit da drin gewesen, ey. Das ist so eine schwierige Scheiße und ich wollte euch jetzt nicht alle Versuche zeigen, weil das sonst einfach hier, ey, viel zu lange geworden wäre. Was ist so schwer, Alter, ohne Witz, Mann. Ich bin hier die ganze Zeit am Rumprobieren, Versuchen. Das ist einfach... Ey, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich bin am Verzweifeln, Alter. Das ist sowas von verdammt nochmal schwer. Jetzt kommt da noch ein Helikopter von links. Ey, Mann. Das ist echt verdammt scheiße schwer. Ey, Freunde, Mann, ich bin gerade wieder gestorben. Schon der 20. Versuch ist das oder so. Ich komme hier einfach nicht weiter. Aber gerade am Ende hat diese Amita was gesagt. Vielleicht hat das ja gespeichert oder so. Okay, aber ich hätte noch eine Bitte, ja. AJ. Blockiere den Weg, der zu den Statuen führt. Was? Wieso? Weil Sabal sonst zu viele Krieger zu ihrem Schutz abstellt. Wir führen einen Krieg. Der goldene Pfad hat ganz andere Sorgen. Krass, ey, Freunde, ich schwöre es euch. Ich habe hier locker 20 Versuche gebraucht, um das hier zu schaffen. Das war einfach sowas von schwer, ey. Ich zeige euch das mal gerade hier. Aber ich habe gerade die ganze Zeit nichts gesagt, Freunde. Deshalb ist das ein bisschen kacke, das euch jetzt, glaube ich, zu zeigen. Aber ich suche davor bestimmt ein paar Stellen. Jetzt dieses Poster, was einige meinten, nehme ich mal mit. So. Ey, das ist einfach so krass, ne? Ich war hier, dann kam da Hubschrauber und alles. Dann musste ich da rüber rennen und alles. Es war sowas von verdammt schwer, ey. Huh? Was ist das denn? Ja, Freunde, ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Also das Let's Play geht jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde. Also bei mir. Ich muss das dann auch gleich zusammenschneiden. Aber diese Stelle, ne, die war einfach sowas von krass schwer. Also sowas habe ich lange nicht mehr erlebt, ey. Richtig kranke Scheiße. Das hättet ihr, glaube ich, nicht sehen wollen, wie ich da eine Stunde versuche, das hier zu schaffen, ey. So, dann müssen wir nämlich dahin, 64 Meter. Aber ich guck mal, ob ich gleich ein paar Stellen finde, wo ich gestorben bin, Alter. Dann könnt ihr erst einmal sehen, wie schwierig das war. Aber, ey, das war einfach mega krass gewesen, ey. So, jetzt sind wir hier. Zack. Müssen wir... Oha, wie soll man denn da oben hinkommen? Warte, das ist ein Haken. Zieh dich hoch. Fuck, wir sehen uns gleich. Hochziehen. Hochziehen. Schnell, 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 schnell. Fuck, Alter. Müssen wir ein bisschen durchziehen. Okay, und jetzt? Kannst du mir mal sagen, wie ich da hinkommen soll? Super, mit der Seilrutsche komme ich nach da. Guck mal jetzt, Freunde. Der Ernie, der hat's drauf. Guckt euch das jetzt an. Oh. Scheiße. Kacke, Mann. Oh, es sind auch noch Sniper, Mann, ey. Aber gibt's da... Ah. Ah. Okay, okay. Ach, du Scheiße. Oh, oh, oh. Guckt euch das an. Da fallen einfach Steine runter. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, ey. Boah, war das eine kranke, schwierige Mission, Freunde. Ohne Spaß, Alter. Ohne Spaß, ey. AJ, ich muss dich sehen. Es ist wichtig. Aber über Funk kann ich nicht mehr sagen. Bitte komm nach Scharnhardt. Ja, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir auch auf. Ey, ich zeige euch gleich auf jeden Fall ein paar Versuche, wie ich das versucht habe, da zu schaffen gerade. Aber das war einfach sowas von verdammt schwer gewesen. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle auch hier vom ersten Far Cry 4 Let's Play im neuen Jahr, beziehungsweise das 10. Ja, Freunde, das Spiel wird echt immer schwerer. Morgen kommt auf jeden Fall dann The Last of Us. Dann am Sonntag fragt den Rillepeter. Und ja, ich mich auf jeden Fall wieder über 2000 Likes freuen hier für das erste Let's Play im neuen Jahr. Ich bin einfach sowas von kaputt, das Let's Play geht gerade. Als du nach Kyrat kamst, dachte ich, wir räumen hier gemeinsam auf. Machen klar Schiff, töten ein paar Terroristen. Kyrat braucht einen Frühjahrsputz, raus mit dem Alten, etc., etc. Aber im Auftrag anderer zu töten, das passt nicht zu dir, Junge. Was meinst du, warum Amita und Sabal so heftig um dich werben, hm? Sie haben Angst vor dir, AJ. Und das sollten sie verdammt nochmal auch. Oh, krass, okay. Also gerade der Pagan gemeldet, ey. Boah, Freunde, ich bin so im Arsch. Guck mal, ich zocke jetzt schon über eine Stunde, Alter. Das war so verdammt schwierig, diese scheiß Stelle da. Ja, Freunde, das war's dann jetzt auch. Euer Öni ist raus. Ich werde euch auf jeden Fall gleich noch ein paar Stellen zeigen, wie ich das da versucht habe. Aber da, wo ich es geschafft habe, da habe ich einfach nichts gesagt. Das wäre einfach kacke gewesen, wenn ich das gleich, glaube ich, gezeigt hätte. Alles klar, Freunde, dann bis gleich. Ey, haut rein, Freunde. Ich bin immer noch kaputt von Silvester. Mein ganzer Kopf dreht sich, ey. Macht's gut, haut rein und ciao.